Hi, liebe Leute. Ja, hier seht ihr einen Single Trail im Laub, kaum erkennbar, aber ein offizieller Weg im Wald. Und das mögen Biker, das wollen Biker. Und ich habe was gesehen im Wald bei Bonn und war ganz geschockt über einen offiziellen Aushang. Ich möchte euch mehr dazu erzählen. Es geht um Trailverbot allgemein, Wegeverbote. Bleibt dran im Video. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das bei euch aussieht und was ihr zu dieser Entwicklung denkt. Hi liebe Leute, ich bin's mal wieder mit einem neuen Video hier auf BikenTV. Kein Fahrtechnik-Video dieses Mal und zwar wieder so ein bisschen eure Meinung, und ich muss euch was berichten, was ich gesehen habe, was mich ein bisschen schockiert hat. Und zwar, ich bin zwar jetzt wieder hier im Sauerland zu Hause in Olsberg unterwegs, aber ich war zum Scouten für die Locations von dem Trainerlehrgang, den ich in Bonn gebe. War ich nochmal in Bonn und da habe ich so einen Aushang gesehen, offiziell vom Forst. Und ich zeige ihn euch da auch gleich mal. Ich habe den abfotografiert und der hängt da ja öffentlich im Wald. Und das hat mich schockiert, was ich da gesehen habe. Schaut mal kurz rein. Das heißt, man könnte jetzt sagen, ist das Fake News, ist das Desinformation? Aber da ist wirklich eine offizielle Stelle vom Forst, die quasi sagt, Singletrail-Fahren ist verboten hier. Und es geht nicht um Naturschutzgebiet wie Siebengebirge oder so. Das war im Kottenforst in der Umgebung. Ganz normaler Wald, und da waren auch keine einzelnen, sag ich mal, Wanderwege, die extra für Biker gesperrt sind. Sondern da gilt das ganz normale Waldbetretungsgesetz, ja. Und ja, jetzt habe ich dann mal ein paar Leute angeschrieben, die sich wirklich gut auskennen, weil ich habe gedacht, bin ich jetzt irgendwie hier falsch informiert? Oder weil ich war sicher, dass in NRW zum Beispiel jetzt auf jeden Fall erlaubt ist. Aufgrund der Gesetzeslage habe ich irgendwelche Urteile verpennt, habe ich irgendwelche News verpennt. Und natürlich habe ich Informationen bekommen. Ich werde die euch jetzt mal hier in das Video zum Lesen reingeben. Weil ich, wenn ich das wiedergebe, mache ich nachher einen Fehler. Die Quellen kann ich jetzt hier nicht veröffentlichen. Einfach ein paar Leute, die ich halt persönlich kenne, die sich voll auskennen im Thema, die mir gesagt haben, das kann ich verwenden, ihre Aussagen. Und ja, anscheinend hat einfach da der Forst dem eigenen Wunschdenken nachgegeben und ja, ein Gerichtsurteil einfach für sich irgendwie interpretiert, was es gar nicht hergegeben hat, das Urteil. Und dann quasi, ja, einfach mal nach draußen gehängt, liebe Biker, Singletrails-Pfade sind verboten. Und was natürlich nicht stimmt. Und die Frage, was wird gegen solche Fehlinformationen gemacht? Ich habe mal so ein bisschen Rumor, wie sagt man das, ja, so ein bisschen Rumors in Englisch, die Gerüchte gehört, dass vielleicht sogar der Forst, ich weiß, ob es der Landesforst oder ob es auf einer Bundesebene sogar ist, sogar versucht, gesetzlich Veränderungen ja, zu verursachen, dass es dann wirklich so kommt, dass wie in Baden-Württemberg generelle Radfahrverbote sind oder wie in Österreich, wo es auch ganz verrückte allgemeine Radfahrverbote gibt. Und ja, ich bin mal gespannt, wie ist bei euch die Lage im Wald? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr Konflikte? Habt ihr das Gefühl, dass die anderen Mitbürger informiert sind über die Gesetzeslage? Seid ihr selber, wenn euch jetzt jemand sagt, hey, hier auf dem Weg ist Biken verboten, könnt ihr da was zu sagen? Seid ihr informiert auf nimb.de, das ist der Lobbyverband für Mountainbiker. Gibt es die, durch meinen Link unten rein, gibt es die Landesregelungen. Ja, könnt ihr nochmal, wenn ihr ein paar Paragraphen zitieren wollt, genau. Und ja, ich bin mal ganz gespannt, was ihr dazu meint. Ich war echt ein bisschen geschockt über diesen Aushang, der solche Informationen da verbreitet und der sehr seriös wirkt. Und ja, hoffen wir mal, dass sich alles
zum Guten wendet, dass es nicht nachher kommt, dass wir quasi nur noch auf ein paar legalen Trailcentern und Trails fahren dürfen, aber allgemein ist es dann überall verboten, auf schmalen Wegen zu fahren. Das wäre ja ganz, ganz doof. Genau. Okay, ich wollte es jetzt ein bisschen kürzer halten. Ich fahre auch weiter. Und hier sieht man den Trail wegen dem Laub auch kaum noch. Aber hier ist ein offizieller Wanderweg, wo eine friedliche Koexistenz ist. Seid rücksichtsvoll. Jetzt kommt noch mal hier nach meinem Meinungsvideo noch mal die Trail Rules für euch, die Trailregeln, wie ihr euch verhalten könnt, um Konflikte zu vermeiden. Und ja, wir sehen uns. Macht's gut. Man kennt die Trail Rules oder die Trailregeln. Die sind bei der DIMP in Deutschland so geregelt oder bei der IMBA. Das heißt geregelt, es geht darum einfach, dass man mal auf Papier geschrieben hat, was sind so die wichtigsten Verhaltenstipps. Und ich möchte euch mal ein paar wichtige Dinge daraus mitgeben. Und fangen wir mal an damit, wir reden jetzt von normalen Trails. Und die Trails, die wir so fahren, sind kein Bikepark. Im Bikepark wisst ihr, da kommt euch niemand entgegen, da könnt ihr ballern, wie man heute sagt, wie sonst was. Wichtig ist, bei einem normalen Trail, da kommen auch Wanderer hoch, da kommen Leute mit Hunden an der Leine oder auch mit Kindern dabei hoch. Da muss man auch sehr vorausschauend und rücksichtsvoll fahren und oft das Tempo daran anpassen. Man weiß ja nicht, kommt hinter der Kurve jemand, muss ich dann abrupt abbremsen. Wenn man das weiß, dann sagt man, nee, ich fahre langsam in die Kurve rein und kann dann entsprechend reagieren. Wenn ihr Trails habt, wo ihr so vorausschauen könnt, weil die Kehre offen ist, dann kann man schon vorher sehen, ist da Verkehr, kann ich da Gas geben. Also nehmt bitte Rücksicht, passt euer Tempo an. Natürliche Trails sind kein Bikepark und deswegen muss man da sehr vorausschauend und von der Geschwindigkeit angepasst fahren. Wenn wir noch bei den anderen Wegenutzern sind, ihr seid bestimmt auch manchmal zu Fuß unterwegs und ihr wisst es, wie unangenehm es ist, wenn man von einem vorbeirasenden Radfahrer aufgeschreckt wird. Deswegen müssen wir uns da empathisch in die Rolle reinversetzen und wissen, wenn wir auf dem Rad sind und das ein Wanderer, das Tempo reduzieren, zum Stand kommen, lasst die Wanderer vorbei, grüßt sie freundlich, ein Lächeln im Gesicht und ihr werdet merken, das Lächeln kommt zurück und die Leute haben Verständnis, dass ihr euren Spaß haben wollt und man hat ein rücksichtsvolles Miteinander. Wir sind in der Bike Arena oder auch sonst unterwegs auf Wegen, die wir nachhaltig nutzen wollen, auch auf lange Zeit. Deswegen ist das blockierte Bremsen, also mit Bremse voll zugezogen und das Hinterrad rutscht, absolut zu vermeiden. Das ist auch fahrtechnisch überhaupt nicht schön, weil meistens fängt das Hinterrad an rumzurutschen und ist ein Kontrollverlust. Aber für die Nachhaltigkeit und die Rücksichtnahme ist es besonders schlimm, weil dadurch zieht man Furchen in die Wege rein, die Erosion wird mehr und man hat wirklich einen Schaden, wo man dann auch wieder Konfliktpotenzial hat, dass die Leute sagen, hey, die Biker machen den Weg kaputt, das wollen wir nicht. Bitte mal alles hier sperren für Biker. Deswegen bitte schult euer studiertes Bremsen mit der Fahrtechnik und lernt sauber, flüssig zu fahren. Dann könnt ihr es vermeiden, dass ihr rutscht und die Wege beschädigt. Oh, liebe Leute, man hat es hier nicht so gehört wie auf Schotter, aber auf der Erde könnt ihr es sehen. Ich habe beide Bremsen blockiert, dann ist mein Hinterrad gerutscht, mein Vorderrad gerutscht und dadurch habe ich nicht nur einen Kontrollverlust von der Fahrtechnik her, sondern ich schädige auch den Boden. Also wenn ihr zu sehr mit blockierten Bremsen arbeitet und nicht Gefühl in den Fingern habt, dann passiert das, das sieht man so häufig, einfach dass Bremsspuren gezogen werden und die dann auch nachhaltig dann Probleme einfach verursachen, was die Erosion auf dem Boden angeht. Deswegen lernt die vordere Bremse einzusetzen. Ein kleiner Tipp, wenn ihr jetzt als Hausaufgabe machen wollt und ihr sagt, die vordere Bremse traue ich noch nicht, gibt es schon eine Übung, entweder im Hinterrad auf dem Boden oder Hinterrad in der Luft, die Bremse schleifen lassen, die vordere, und dabei weitergehen. Das ist einfach eine super schöne Übung, damit man ein Gefühl für den Finger kriegt, für die Vorderbremse, und dann Schritt für Schritt rantasten, auf Schotterplätzen üben, dass man zum Stand kommt, ohne zu rutschen, und dann geht das weiter. Jetzt habt ihr nochmal gesehen, das Bremsen, was ihr im Trail auch gefühlvoll machen wollt, könnt ihr schön auf dem Schotterweg üben. Ich habe es jetzt mal bewusst, ohne Gefühl, sehr abrupt, die Räder haben blockiert, es ist gerutscht, Kontrollverlust, jetzt das gleiche nochmal mit Gefühl. Also aus einer Grundposition anfahren, gefühlvoll bremsen und nach unten hinten gehen. Habt ihr gemerkt, durch diese Bewegung nach unten hinten konnte ich beide Bremsen gut verwenden. Wenn ich einfach nur zentral stehen bleibe, kann es sein, dass mein Körper nach vorne geschoben wird. Liebe Leute, ich stehe jetzt hier eigentlich neben dem Trail, aber auch, wenn ich einen Schritt nach vorne gehe, auf einer Abkürzung. Und das ist ein ganz starker Klassiker, weil wir befinden uns hier im Trailpark und aber auch an Stelle, wo es Kreuzungen gibt mit dem Rothaarsteig. Und da ist es sehr beliebt, egal ob jetzt bei Bikern oder bei Wanderern, dass sie in dem steilen Gelände, wo wir eigentlich immer so Kehren sind, einfach abkürzen
und dann einfach die direkte Linie nehmen. Seht ihr hier, weil wir der Meinung sind, ist auch spannender, hier steil runter zu biken, als wenn man hier die Kehre fährt und dann über ein flaches, relativ flaches Trailstück kommt. Manchmal ist es auch einfach das mangelnde Fahrtechnikvermögen, wenn man halt weiß, um die enge Kehre komme ich gar nicht rum, dass die Leute dann einfach Abkürzungen fahren. Und das ist natürlich extrem kontraproduktiv. Damit schädigt man den Weg, da werden dann beim nächsten starken Regenfall ein neuer Fluss wird da lang gehen und die Erosion wird den Waldboden schädigen. Andererseits kommt alles wie ein Bumerang zurück. Die Leute, die halt nicht so freundlich gegenüber Bikern sind, vom Forst oder so, teilweise würden dann sagen, hey, die Leute machen den Weg kaputt, die Biker. Deswegen ist es wichtig, dass ihr Rücksicht nehmt auf die Natur, aber auch darüber nachdenkt, wie wirklich auf andere Abkürzungen in den Wald fräsen. No go, bleibt bitte auf den Wegen. Es gibt immer mehr Trailcenter. In Sauerland sind zwei, der Trailground in Brilon und der Trailpark in Winterberg. Und da habt ihr so eine ausgeschilderte Route. Das sind natürlich einige Routen. Hier sind die sogar nach Farben. Blau ist einfach, schwarz ist dann schon technisch schwieriger. In Trailground Brilon gibt es auch ein gutes Wegenetz. Und ganz wichtig, wenn ihr hier hinkommt, das besucht oder andere Trailcenter, sei es im deutschsprachigen Raum oder in England, das ist Einbahnstraße. Hier ist klar, wo man langfährt. Da gibt es keinen Gegenverkehr und das solltet ihr auf jeden Fall beachten. Nein, auf keinen Fall. Eine wichtige Trailregel muss ich jetzt hier so als Oberschullehrer mal natürlich nochmal betonen. Euren Müll nehmt ihr bitte mit. Es geht auch für Bananenschalen. Das ist nicht für die heimischen Tiere, die da essen. Da sind Pestizide dran. Deswegen Rücksicht auf andere Waldnutzer, Müll mitnehmen und dann könnt ihr ihn erstmal in eine Tasche stecken mit einem Reißverschluss, zumachen, dass es nicht rausfällt mitten im Wald und dann in den Mülleimer entsorgen. Da tut ihr allen Gefallen mit. Achtet bitte darauf, falls ihr eine Trinkflasche habt, dass die auch wirklich im Rahmen fest sitzt. Oft werden die Trinkflaschen auf Trails verloren, weil die wegen Wurzeln oder so rausfallen und da solltet ihr immer ein Auge für haben. Liebe Leute, jetzt habe ich euch mal wieder einen Vortrag gehalten. Ja? Die Trailregeln sind natürlich noch ein paar mehr. Auf bikearena.de findet ihr die 11 Regeln. Da könnt ihr euch das in Ruhe nochmal anschauen. Vieles ist selbstverständlich, trotzdem ist es gut, das selber nochmal zu wissen. Dann kann man es auch gut weitergeben, zum Beispiel auch an die Kids und so. Und ja, ich will natürlich jetzt mal weiterfahren hier. In der Bikearena habe ich schöne Trails und eine meiner Lieblingstrails stehe ich gerade drauf. Deswegen ab aufs Rad und wir sehen uns mal hier. Willing, Winterberg, Brilon und wo auch immer. Bis dann!